Und damit willkommen zurück zu Let's Play World of Final Fantasy. Im letzten Part haben wir hier im Kolosseum einiges gemacht, einige Miragen gefangen, einige nicht gefangen, vor allem Shiva. Wollen jetzt aber mal schauen, dass wir jetzt auch mal storytechnisch mal wieder ein bisschen weiterkommen. Und gehen deswegen zurück zur Burg Figaro. Und schauen mal, was uns da jetzt erwartet, wenn wir rausgehen. Wo sind wir denn gerade? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es wahrscheinlich gleich erfahren. Scheint es nichts weiter zu geben. Nö. Okay. So, es gibt ja auch einige Nebenaufgaben, die wir noch zu tun haben. Chapter 16. Clash on Big Bridge. So Big Bridge, it's off to the west, right? My first colossal crossing. This is gonna be colossal crossum. Now I'm getting the hyped. Okay. Mehr Gegenstände? Ah, Feuermagnet und Feuersamen und Balance-Samen. So. Hätte ich noch einen neuen Mirastein? Könnte ich mir sogar glatt vorstellen, vielleicht. Mal schauen. Anlocken. Nee, den wollen wir momentan nicht. Na gut. Ja, schauen wir uns doch mal um. Wo sind wir hier? Ach, hier sind wir wieder. Vor der Karawane. Da könnte ich aber auch nochmal rein. Also ich darf jetzt da durch. Der Sandsturm ist weg. Die Sache ist die, vielleicht will ich da tatsächlich nochmal rein. Ich habe ja jetzt auch noch ein paar Nebenaufgaben. Donnerwetter nochmal. Ah, das war die Erinnerung, okay. Wir brauchen die Heilquellen. Rotkappenwächter. Und 10 Sandwürmer. Soll ich bitte die Rotkappenwächter besiegen? Auf der Wachebene. Okay, das ist ganz woanders. Ah. Na gut. Ich will nochmal in die Phantomwüste und nochmal bis zum Ende durchgehen, weil da haben wir uns nicht weiter umsehen können. Hi. If you ever get lost in the desert. Okay. Immer dem Licht folgen. Das haben wir inzwischen kapiert. Die Frage ist eher, was da sonst noch ist. Ich würde sagen, ich mache mal einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich auf der anderen Seite wieder. Einfach um ein bisschen Zeit zu sparen. Bis gleich. So, da sind wir auch. Und Behemoth ist auf Stufe 40. Deswegen, wo haben wir denn da drüben? Wollen wir das mal zusammen jetzt aufmachen? Die Metamorphose hier. Die Mirage kann sich nun in ein Behemonster verwandeln. Eieiei. Was bist du denn? Findet einmal im Kampf das eigene TP auf 0 fallen. Nicht schlecht, letzter Widerstand. Erhöht alle Werte nochmal ein bisschen. Sturzkraft vernichtend. Wow. Okay. Meteorstellung lässt an der Kampfstellung einen mit Meteor vergelten. Hört sich nicht schlecht an. Ist das jetzt ein XXL-Mirage? Also ein XL-Mirage? Ein Mega-Mirage? Oder wie oder was? So, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Denn hier waren wir ja noch nicht. Ah, da hinten ist eine Finsterkluft. Aha, schau mal einer an. Na? Stufe 40.
Sollte machbar sein, schauen wir mal. Ui. Okay. Okay. Greifen wir erstmal an und schauen mal. Chromgigant. Das war wenig Schaden. Na gut, die haben bestimmt ziemlich gute defensiven Werte. So, Größe L. Schwach gegen Blitz, schwach gegen Dunkelheit. Weiche ihren Attacken aus. Was ist denn mit dem Bleizwergprisma? Okay. Okay, der Schaden ist nicht schlecht. Vor allem bringen die uns zum Wackeln. Machen wir erstmal einen Kreuzprügel. Das war auch nicht so wirklich viel Schaden. Gegen Feuer war der resistent, ne? Gegen Wind sei der normal. Blitz wäre eigentlich das Optimalste, aber da habe ich gerade gar nichts. Okay, es macht auch nicht sonderlich viel mehr Schaden. So, ich habe aber eine Idee. Dafür muss ich aber erstmal euch auflösen. Und wieder stapeln. Dann hau ich nämlich euch jetzt einfach eine Leuchtbombe ins Gesicht. Wie resistent. Ah, ich kann auf 7 Kampf nicht fliehen, ja. Na gut, verdammt. Was mache ich dann? Okay, es leckt gerade rum. Machen wir jetzt noch eine Phönixfeder. Hallo, was ist denn los, Lag? So. Jetzt mal wieder ohne Lag hier weiter. Ah, ich glaube, der Kampf ist ziemlich böse. Ah, schau an. Einmal die Möglichkeit, ihn zu fangen. Probieren wir es einfach mal, komm. Na, leider nicht. Probieren wir es nochmal. Aha. Einen haben wir. So, das sollte ich überleben. Dann machen wir mal kurz einen Vitra auf uns selbst. So, geraten jetzt langsam wieder ins Schwanken. Benutzen jetzt aber wieder eine Phönixfeder. So, ihr stapelt euch wieder. Und nutzt sofort selber einmal Vitra. So. Genau. Ihr müsst euch jetzt mal auflösen. Der Rest greift an. Ich will mich ständig critten hier. Ich habe auch nichts Sinnvolles. Mit dir kann ich allerdings wenigstens die Kreuzprügel machen. Na, immerhin bekommen sie sozusagen ab und an den Doppelkonter ab. So, wie drauf dich. Du machst wieder die Kreuzprügel. Ich bekomme keinen Crit. Sauerei. So, einmal Vitra. So, Stapel auflösen. Stapeln. Und Stapel auflösen. Und Angriff. So, ihr stapelt euch wieder. Aua.
Nein, kriegt er hier schön aufs Gesicht. Ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass ich keine kritischen Treffer landen kann, aber irgendwie scheint das der Fall zu sein. So, laden einmal hier. Scheinbar sind die echt unanfällig gegen kritische Treffer. Oh, Rain wird umgeschmissen. So, ich kann nicht immer wieder stapeln. Gut, und ich kann hier auch wieder stapeln. Sehr schön. Nochmal allem davon gekommen. Ich kann sie nicht critten. So, ein Blödsinn. Na gut. Aber es macht trotzdem mehr Schaden. Das ist auch noch eine Sache natürlich. So, jetzt wollen wir den einen möglichst K.O. schlagen. Jawohl, ja. So, der nächste kommt auch noch hinterher. Haben wir das doch noch gerettet? Ich habe zwischendurch gedacht, okay, das wird nichts. Aber zum Glück ist Tama einem ausgewichen. Und wir konnten ihn dann fangen. Sonst hätten wir den Kampf wahrscheinlich sogar einfach verloren. Oder beziehungsweise ich hätte ihn noch verloren gegeben, so ist es nicht. Ich hätte mir das dann eher aufgehoben und gewartet, bis ich irgendwie einen habe, der meinen Ausweichrate erhöht oder sowas. Aber gut, wir können anscheinend doch critten. Nur der Kreuzprügel konnte das komischerweise nicht. 42.000. Das ist nochmal ordentlich was. So, diese Mirage teilt unglaubliche Hammerschläge aus. Und er leidet weniger Schaden, wenn sie sich nicht mit einem Kampfstab befindet. Die Frage ist nur, besteht das voll aus Chrom oder ist er nur voll verchromt? Was? Okay. Das heißt, ihn sollte man nicht stapeln? Problem ist nur, so einzeln stapeln kann man ja nicht. Also entweder alle drei oder gar keiner. Man kann es machen, wenn einer down geht. Also nur, wenn nur noch zwei leben, dass die zwei sich stapeln, man dann den einen wieder belebt. Der kann das dann machen. Aber ansonsten... eigentlich nicht. So. Problem ist aber jetzt auch, hier haben wir nichts weiter, deswegen werden wir den Teleportstein nutzen. Sups. Hier in der Wüste gibt es jetzt inzwischen auch Sandwürmer. Das wird man sich hier besiegen können. Ich weiß nicht, ob es die woanders auch noch gibt. Wäre eine Sache, die man ausprobieren könnte. Okay, der Behemoth hat auch seine eigene Musik. Sehr cool. Ah, jetzt wollen wir mal hier lang schauen. Hier war ein riesiger Sandsturm davor und da sehen wir eine Brücke. Das wird wohl die besagte Brücke sein. Wow, that thing over there has got to be it. No, that is one bit the bridge. Well, you sure can't say it doesn't live up to the name. Na? Die ist echt groß. Eieiei. Scheint, es ist sogar eine maschinenbetriebene. Not gonna be fun. All the same. Still, you have to admire it. Who could have built something like this? Nobody ever built it. A giant summoned it here in ages past. Oh, Aiko. Hi. The name is Aiko. My job is to look after the bridge. You've come here to cross it, right? Yeah. So, you were saying that big bridge isn't man-made. That someone summoned it here. But like... First, the bridge has a real name.
It's Alexander, in fact. What? The Great Mirage. Big Bridge Alexander. Oh, das ist Alexander. Okay. It's the true. How did I even miss it? I can sense the bridge's the presence. Dude, this thing is alive? Holy schlep. And that's why a summoner like me has to look after him. Oh, wow. So you're a summoner then? Yeah, but it's not like I'm the one that summoned him. Hey, can I ask you something? Hmm? Are you them? The one and only giants from the hills? You bet! Yeah, that's the word. So, I guess that means it's true. Hmm? Wait a second. If the prophecy is right... You better not even think about it! Don't you dare lead us down the wrong path! Huh? Nobody remembers because they're so caught up in the Crimson Prophecy. The Azure Prophecy, it very clearly says, you could bring us salvation or ruin, the Divergent Futures. Oh, that's right. Princess Sarah did tell us about the Divergence. Wait, the what? You're the meme you forgot! I'm starting to worry. Maybe I shouldn't let you use the bridge. Oh no. We're cool. Me and Rain are totally going to reap the right future. Sure are. Huh? Well, it's not like I can stop you. The prophecy's about you, not me, right? Go on, you can cross. But don't go causing the apocalypse. Duly noted. So is there some special the trick to getting to the tippity top of Alexander? Just get on. I'll handle the wake-up call. The what? Alexander's kind of a sound sleeper. So it's my job to step in and sort of get things going. Now, off you go! Ja, es ist halt immer noch das Problem. Wir könnten entweder Zerstörung oder Erlösung bringen. Die Frage ist, was bringen wir? Wenn es nach uns geht, natürlich Erlösung, aber können wir das wirklich beeinflussen? Hm. Gute Frage. Aber wir stehen hier vor der Riesenbestia Alexander. Welche ja wirklich auch eine Festung einfach mal ist. Oder sein kann. Hier in dem Fall ist es anscheinend eine Brücke. Und Aiko aus Final Fantasy, oder Aiko aus Final Fantasy 9, eine der letzten Beschwörerinnen, die übrig geblieben ist und die auch dort ihren, den Heimatort oder den Ursprungsort ihres Stammes alleine noch beschützt hat, will uns anscheinend helfen und Alexander aufwecken. Na da. Schauen wir mal. Na dann, Aiko. Lass es erwachen. Hang on to your tidy white chocobos. Huh? Mm. Right. Ready when you are. This is gonna be fun. Sag mal, ich würde auf den Boden gehen an deiner Stelle, ansonsten kriegst du vielleicht das Ding in die Fresse. Weil du schwebst, wenn sich das Ding unter dir bewegt, dann bewegst du dich nicht mit. Ich sag ja, wenn Tama jetzt eigentlich nicht auf dem Boden sitzt, wird es weggeprügelt, aber ja, es sitzt auf dem Boden mit. Okay. I know that you're over there. I suppose you want to cross the bridge too? No. My business is here with you, summoner. Oh, das ist cool. Fenrir passt zu ihr, weil sie hat ja auch Fenrir als Beschwörung. Look upon me now. Am I truly your enemy? Fenrir. Your place is here by my side. As you wish. But I hope you indulge me with a better fight than that mist dragon with the other girl. Other girl? You mean Rydia? No! What did you do to her? Soon you will no longer care. Sie hat ja schon versucht, Yuna zu erledigen. Anscheinend hat sie Rydia erwischt.
Jetzt auch Eiko? Warum sind die hinter den Beschwörern her? And here I thought gravity was the worst that could happen to us. Are we there yet? Sieht nicht ganz danach aus. I guess not. Why did we just stop? Don't tell me Alexander went the back to sleep. Oh no. We have to do the rest of this on foot. Looks like we have no choice. Dude, why? Weil diese komische Ritterin dazwischen gegangen ist anscheinend. Puh. Ist natürlich die Frage. Gehen wir erstmal nach unten und schauen, ob wir Eiko helfen können. Ja. Ich will sehen, was da los ist. Aber ich vermute mal, dass nichts passiert. Deswegen mache ich einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Okay. Hier gibt es auch Monster. Oder Miragen. Kleintraumberry. Schauen wir doch mal, was der von uns verlangt. Es sei denn, er stirbt. Na gut, dann nicht. Ich habe gerade nicht genau gesehen. Es kann sein, dass wir doch geresettet werden. Ich gehe nochmal ein Stückchen nach unten jetzt. On screen. Entweder werden wir gleich wieder geresettet. Oder wir haben sozusagen nur das Bild gewechselt. Scheinbar haben wir aber nur das Bild gewechselt, ja. Wir sind wieder unten. Können hier aber scheinbar nichts machen. Verdammt. Okay, wieder neue Miragen. Minotauro. Alle gehen sie mit einem Schlag hin. So. Ich verwende Erdattacken. Ist er stark gegen Erde? Ja. Gut. Praktisch, denn ich habe tatsächlich einen Erdangriff. Weiter mit der Erschütterung. Um die Chance zu erhöhen. Ach, dankeschön. Ach, komm schon. Lass dich einfangen. Gibt's noch nicht. Dankeschön. Du hast doch schon die doppelte Wahrscheinlichkeit drauf gehabt. So, da haben wir ihn. Dieser Mirage hat sich auf Attacken mit hoher Sturzkraft spezialisiert. Und der Knüppel ist das ideale Werkzeug dafür. Er spazierte eines Tages aus einem Labyrinth heraus und blickte nie wieder zurück. So, Stapelzerstörer. Doppelstoß, Karambolage. Das hört sich tatsächlich nicht mal schlecht an. Ist wahrscheinlich wirklich so einer, der dann eben gegen Stapel sehr guten Schaden machen kann. Ich sollte ihn mir auf jeden Fall merken, auch wenn ich ihn jetzt erstmal nicht mitnehme. Der könnte später noch sehr praktisch werden. Ich finde hier dieses rote Ding hat nichts zu bedeuten. Alles klar. Dann laufen wir wieder nach oben. Den gesamten Weg. Sollte, glaube ich, als Hühne eigentlich einfacher sein. Oder hey, komm. Ah, verdammt. Ja, natürlich ist es als Hühne einfacher, aber dann sind wir halt auch ein Hühne. La la la, ich bin gar nicht da. So, und weiter nach oben. Da hier hat sich nämlich der Bildschirm geändert. Da dachte ich im ersten Moment, okay, es hat sich geresettet. Aber nee, damit sind wir tatsächlich einfach nur aus dem Bereich heraus, in dem das Tor anscheinend ist. Und keine Monster. Doch, hier sind auch Miragen, okay.
Tomberries mit den Typen. Dann einmal wildes Horn. Bam. Na gut, helf drauf. Ich werde schon noch so einen Tomberry kriegen. Auch ohne euch umzustoßen. 17.000, wow. Das ist viel Erfahrung, das die hier geben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich mache mir aber jetzt aber echt Sorgen um Eiko und Rüde, ja? Juna scheint ja gut entkommen zu sein, aber Rydia scheint nicht das Glück gehabt zu haben. Und irgendwie scheint es... what? Habe ich das gerade echt aus Versehen gedrückt? Verdammt. War nicht mit Absicht. Warms. So. Ja, zumal sie hat ja irgendwie anscheinend... Sie hat Fenrir ja für eine kurze Weile verwirrt. Eiko konnte es zwar wieder einrenken, aber irgendwie war das merkwürdig. Ich weiß ja nicht, was wir... Used to go to the school way up on a hill, and it would close down even at the slightest hint of snow. So why is that? Because the only thing worse than climbing a slippery hill is trying to come back to. Ja, stimmt. Das ist auch schlecht, wenn du dann runtergehen willst. Dann rutschst du teilweise noch eher aus, als wenn du hochläufst. Dann rutschst du im schlimmsten Fall den ganzen Berg runter. Ich meine, man kommt dann zwar auch runter, aber das ist halt mega gefährlich. She's so upset we've moved beyond trivia. Ja, aber gut. Da ist einiges los. Die ganzen Beschwörer werden gejagt von dieser Ritterin. Warum, wissen wir nicht. I guess we're doing this. Ah, da können wir jetzt endlich mal. Tomberry analysieren. Verwende physische Attacken. Okay. Ist ja an sich kein Problem. Wir müssen halt nur den Stapel auflösen. Perfekt. Ist natürlich die Sache. Also nochmal, wir wissen nicht, was jetzt nun ist mit der Erlösung. Wir können entweder Zerstörung oder Erlösung bringen. Die Zombie ist so gemein, wie er klein ist. Doch irgendwie vergibt man diesem unschuldigen Augen schnell wieder. Das Messer, das nichts für Kinder sind. Achso, das Messer nichts für Kinder sind, hat ihm wohl noch niemand gesagt. Und ich bin gleich wieder da. Hat sich diesmal recht gut gehalten, der Ton. So, jetzt nochmal, um den Gedanken aufzugreifen, den ich jetzt schon ein paar Mal angefangen habe. Wir wissen nicht, ob wir Erlösung oder Zerstörung bringen. Die Beschwörer werden gejagt von der Ritterin aus was weiß ich für einem Grund. Und wir wissen das anscheinend nicht mal, dass die gejagt werden, was natürlich die ganze Sache nicht unbedingt besser macht. So, ich könnte hier jetzt auch noch runterrennen. Mal schauen, vielleicht ist ja hier ein Item. Oder irgendwas. Vielleicht. Oh.
Okay, ein Bahamut-Soldat ist hier. Den habe ich jetzt am wenigsten erwartet. Jetzt sind wir konfus und erblindet. So, weg mit den Bahamut-Soldaten. Natürlich verfehle ich. So, weg mit dir. Und Analyse. Den Konfuszustand sollen wir machen, okay. Könnte ich euch rein theoretisch einfangen? Scheinbar ja. Na dann. Lokokraut. Na dann. Angriff. So. Lokokraut. Ach, komm schon. Gegenstände. Lokokraut. Treff nicht. Aha, danke schön. What? Das Ding haut einfach ab. Was ist das schon wieder für eine Sauerei? Dafür habe ich jetzt mein ganzes Lokokraut weggeworfen. Come on. Ist auch schon wieder reine Schikane hier. So. Ist auch reine Schikane, dass ich euch jetzt hier mit runternehme. Obwohl ich zwischendurch ja das wegschneiden wollte. Aber jetzt gehen wir einmal darunter. Okay, ein paar Kirschbomber ist jetzt natürlich kein Problem. Sind die jetzt ein bisschen stärker und geben Erfahrung? Kann das? Mal schauen. Ja, definitiv. 11.000 haben wir von den vorherigen nicht bekommen, denke ich. Top, 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 top. Schön den gesamten Alexander wieder runter. Okay, wir sind jetzt auf der Hälfte. Oh Mann. Ich würde sagen, ich mache wirklich jetzt nochmal einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder, wenn entweder irgendwie ein neuer, besonderer Mirage auftaucht. Oder... wenn wir unten was finden, ansonsten sehen wir uns gleich oben wieder. Bis gleich. So, nach einem beschwerlichen Aufstieg sind wir auch wieder oben. Da unten ist absolut nichts. Mit dieser schönen Exkursion würde ich sagen, wir beenden hier auch den Part und sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir hier durch dieses Tor gehen. Also, bis dann.